Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist MustIt'sPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Witcher 3 Blood and Wine Trophäenguide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Trophäe Ein denkwürdiger Ritter. Um diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr in allen Disziplinen des Ritterturniers einen makellosen Sieg erzielen. Um diese Trophäe erhalten zu können und am Ritterturnier teilzunehmen, müsst ihr die Quest Gesänge eines Ritterherzens starten. Diese Quest findet ihr beim Turnierplatz und wenn ihr euch an dieser Stelle befindet, ploppt die Quest automatisch auf. Habt ihr der ganzen Sache zugestimmt, geht ihr in das Anmeldezelt und meldet euch an und tretet als Geralt von Riva an. Bevor die erste Prüfung beginnt, könnt ihr Gwent spielen gegen einen Ritter. Ich empfehle euch, das Ganze anzunehmen und wenn möglich das Ganze zu gewinnen. Er hat nicht sonderlich gute Karten, er hat ein paar gute Karten, aber es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, das würdet ihr nicht schaffen. Denn dann habt ihr es bei der ersten Prüfung schon ein ganzes Stück leichter. Die erste Prüfung ist das Armbrustschießen und ihr müsst die Ziele abschießen und müsst die Ziele natürlich vor eurem Gegner runtergeschossen haben. Das ist nicht sonderlich schwer, die erste Quest solltet ihr also ohne Probleme für euch entscheiden können. Die zweite Quest ist das Pferderennen und dafür müsst ihr das Rennen beenden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sollte bei euch die Zeit ablaufen und ihr merkt, ich schaffe das nicht, dann ladet den letzten Kontrollpunkt nochmal neu und dann versucht ihr das Ganze noch einmal. Bei diesem Pferderennen müsst ihr, um Zeit dazu zu gewinnen, entweder mit der Armbrust auf euer Ziel schießen, auf die Zielscheibe schießen oder mit dem Schwert eben diese Dummies den Kopf runterschlagen. Und das mit der Armbrust die Zielscheiben zu treffen ist mit das Einfachste. Ein bisschen tricky sind die Dummies, die ihr zu treffen habt. Und da empfehle ich, wenn ihr nah genug an den Dummies dran seid, dann erst lasst ihr den Zeitlupenmodus los, dass Geralt zuschlägt. Dann trefft ihr eigentlich in 9 von 10 Fällen immer. Das heißt, wenn ihr zu früh loslasst, weil ihr denkt, Geralt braucht aber ja noch eine Sekunde, bis er zuschlägt, dann trifft er meistens nicht. Deswegen, ich musste da dann auch nochmal den Kontrollpunkt neu laden, weil ich es tatsächlich geschafft habe, keinen einzigen Dummy zu treffen. Und dann habe ich wirklich kurz davor, als ich schon fast an dem Dummy ja vorbei war, habe ich losgelassen und dann hat das Ganze funktioniert. Ihr müsst auch nicht jede Zielscheibe treffen und ihr müsst auch nicht jedem Dummy den Kopf abschlagen. Ihr solltet aber über 50% der Objekte mitnehmen, damit ihr noch genug Zeit übrig habt. Nummer 3 ist das Duell gegen den Prinzen. Er findet es nämlich überhaupt nicht toll, dass ihr an diesem Turnier teilnimmt und sieht es als Beleidigung an und deshalb fordert er euch zum Duell heraus. Und da gilt das gleiche wie bei den Dummies. Holt aus und dann, wenn ihr kurz bevor ihr auf seiner Höhe seid, lasst ihr los und schlagt zu. Dann solltet ihr diese Quest auch ohne Probleme schaffen. Solltet ihr scheitern, ladet den letzten Kontrollpunkt einfach nochmal neu. Nummer 4 ist der Arena-Kampf 5 gegen 5 und das ist ein normaler Kampf gegen auch Plünderer oder sonstiges, also dementsprechend, das ist eigentlich ziemlich einfach, da ihr in Witcher da schon mehr als genug Erfahrung sammeln konntet und je nachdem wie hoch euer Level ist und wie gut euer Gear ist, könnt ihr diese Ritter sehr, sehr schnell besiegen. Ansonsten sollten sie zuschlagen und eure Angriffe abwehren, versucht
hinter sie auszuweichen, das heißt den Ausweichmove zur Seite, damit ihr sie von hinten attackieren könnt. Da könnt ihr dann ein paar mehr Schläge landen. Ansonsten ist natürlich immer ausweichen und draufkloppen. Der letzte Kampf ist gegen den letzten Champion und da er sehr groß ist, ist er auch sehr langsam. Deshalb ist er nicht wirklich eine Herausforderung für euch. Ihr müsst einfach nur wie bei dem Kampf auch davor darauf achten, wenn er zuschlägt, er macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden als die anderen Ritter. Wenn er zuschlägt, ausweichen, versuchen hinter ihm zu kommen und dann richtig drauf kloppen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, benutzt auch die Drehattacke, damit geht das sehr viel leichter und wenn ihr seine Gesundheit auf Minimum reduziert habt, endet der Kampf automatisch und ihr erhaltet die Trophäe, ein denkwürdiger Ritter. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Guide von Witcher wieder. Bis dahin, ciao!